Guten Tag, mein Name ist Dr. Nick Oberheiden. Ich bin ein US-amerikanischer Rechtsanwalt und begrüße Sie zu meiner Serie über das amerikanische Recht. Und ich danke Ihnen für Ihr Interesse, heute mein Video sich anzuschauen. In aller Kürze, wenn ich darf, zu meinem eigenen Lebensweg. Ich habe in Hamburg, München und Heidelberg studiert, dort meinen Dr. Jur erworben, bevor ich dann in den USA das komplette Studium des Juris Doctor absolviert habe an der University of California in Los Angeles. Und bin seit nunmehr rund 10 Jahren selbstständiger Anwalt in den USA, habe dort eine Kanzlei aufgebaut, die überwiegend aus ehemaligen Bundesstaatsanwälten vom amerikanischen Justizministerium besteht. Das Ziel dieser Serie ist, das US-amerikanische Recht wirklichkeitsgetreu darzustellen. Und in dieser Serie möchte ich einige Fragen beantworten, die uns häufig gestellt werden, nämlich die Frage, wie kann ich als deutsches Unternehmen oder als deutscher Einzelmandant überhaupt einen Anwalt in den USA finden? Die Frage ist selbstverständlich berechtigt. In den USA gibt es über 100.000 zugelassene Anwälte in den 50 Bundesstaaten, sodass die Suche die berühmte Nadel im Heuhaufen ergeben könnte. Eine einfache Antwort, wie kann ich einen amerikanischen Anwalt finden, ist natürlich, indem man Google oder Yahoo oder sonst solche Suchmaschinen benutzt. Vielleicht die elegantere und mehr zielgerichtete Art und Weise der Suche möchte ich hier präsentieren und im Wesentlichen 3 Kriterien Ihnen anbieten, die Ihre Suche erleichtern sollen. Zum einen stelle ich in meiner Praxis, wenn ich internationale Mandanten vertrete, ganz gleich ob aus Deutschland, Frankreich oder Südamerika, fest, dass viele Mandanten, insbesondere Unternehmen, zunächst einmal geneigt sind, Anwälte aus ihrem Heimatland zu importieren. Weil, obwohl das eine absolut legitime Art der des ersten Ratsuchens ist, muss allerdings berücksichtigt werden, dass das amerikanische Rechtssystem im Vergleich zu anderen dadurch doch gekennzeichnet ist, dass eine erhebliche praktische Erfahrung vonnöten ist. Es ist also ein großer Unterschied, ob ich als deutscher Anwalt vielleicht über die Grenze in Österreich, in der Schweiz, vielleicht sogar im weiteren europäischen Land nach einem Anwalt suche, wenn man das mit den USA vergleicht. Ein einfacher LLM, also ein einjähriges Kurzstudium, selbst eine Anwaltszulassung in den USA können im Einzelfall nicht ausreichen, wenn es um Verfahren vor Bundesstaatsanwaltschaften, Strafverfolgungsbehörden oder um wichtige Klagen in den USA geht. Das entscheidende Kriterium muss tatsächlich die Spezialisierung sein. Mit anderen Worten, wenn Sie in einem internationalen Scheidungsfall involviert sind, dann sollten Sie zielgerichtet genau nach diesem Anwalt oder Anwaltstyp suchen und Sie sollten diese Suche in den USA starten, vielleicht mit der Unterstützung eines Anwaltes in Deutschland. Aber die eigentliche Strategie und die eigentliche Amtsausführung sozusagen sollte in den USA stattfinden. Denn nur dort, wenn der Fall denn in den USA rechtshängig ist, nur dort lässt sich mit der Erfahrung vor Ort gesammelt tatsächlich ein akzeptables Resultat erreichen. Damit angesprochen ist der Grad der Spezialisierung. Man sollte also nicht nur in den USA nach irgendeinem Anwalt schauen, sondern wirklich nach einem Anwalt schauen, der das spezielle Rechtsproblem erfolgreich für andere Mandanten behandelt hat, Vertretungserfahrung hat, vielleicht sogar auch mit internationalen Mandanten. Die deutsche Sprache könnte zusätzlich helfen. Allerdings ist es wichtig, in dem hochspezialisierten Rechtsgebiet der USA
wirklich ihren eigenen Spezialisten zu finden. Wenn es eine kartellrechtliche Streitsache ist, ist da ein ganz anderer Anwaltstyp zu suchen, als beispielsweise, wenn es um ein, nehmen wir einfach mal ein Beispiel aus dem Scheidungsrecht oder so, eine internationale Kindesentführung geht. Also Sie merken schon, allein diese beiden fast Extrembeispiele sollen signalisieren, dass die Auswahl, so wie Sie es in Deutschland auch gewohnt sind oder zunehmend gewohnt sind, wo die Spezialisierung die Generalisierung ablöst, in den USA ist es noch sehr wesentlich stärker fortgeschritten. Zudem sollte berücksichtigt werden, wenn Sie beispielsweise ein Unternehmen leiten und Sie wurden in New York beklagt, verklagt, dann macht es einen erheblichen Unterschied, in New York speziell zu suchen, die Suche also weiter einzugrenzen und nicht etwa den besten Anwalt in Los Angeles versuchen zu bemühen. Denn zum einen ist es möglich, dass der Anwalt in Kalifornien in New York als Bundesstaat gar nicht zugelassen ist. Und zum anderen ist es schon ein wichtiger Gesichtspunkt, dass man mit den lokalen Regelungen, aber auch mit den lokalen Spielern, also den Anwälten, die diese Fälle regelmäßig vertreten, dass man damit vertraut ist, auch die Gepflogenheiten des lokalen Gerichtes kennt. Also wenn Sie in Miami in einer Sache verwickelt sind als beklagtes Unternehmen, dann sollten Sie auch wirklich sehen, dass Sie jemanden vor Ort, speziell in diesem Fall in Miami, haben, der Sie da vertreten kann, der auch in Florida zugelassen ist. Bisher war die Beschreibung relativ abstrakt. Was ich Mandanten immer vorschlage, ist, im Ergebnis nach zwei Kriterien den Anwalt, wenn man die Gesamtsuche dann ein bisschen eingeschränkt hat, den Anwalt, dem man das Vertrauen schenkt, aussucht. Zum einen subjektiv ist das der Anwalt, dem ich meine Geheimnisse anvertrauen kann, ist das subjektiv ein Anwalt, mit dem ich gerne zusammenarbeiten möchte oder mit dem ich vorstellen kann, ein enges Team zu bilden, was in den USA ganz, ganz wichtig ist. Die Beziehung zwischen Anwalt und Mandant scheint mir enger, jedenfalls notwendigerweise enger zu sein, als das vielleicht in anderen Staaten ist, weil der Mandant die Parteien sehr stark in die Tatsachenermittlung durch die Discovery und so weiter involviert sein müssen. Und objektiv die Frage ist, hat mein Anwalt für das Rechtsproblem, das, mit dem ich mich befassen muss, hat er da die, was wir einen Track Record nennen, hat er die Erfahrung, die objektive Erfahrung? Um das vielleicht ein bisschen noch konkreter zu gestalten. Wenn Sie einen amerikanischen Anwalt auswählen, ist es durchaus möglich, dass dieser Anwalt Ihnen sagen wird, dass er absolut der Beste ist, auf jeden Fall die Erfahrung hat und Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen kann. Anstatt dieses Vorgespräch, das amerikanische Anwälte regelmäßig ohne Gebühren erlauben, zu einem Marketinggespräch ausufern zu lassen, empfehle ich folgende Fragen, die die Auswahl wesentlich stärker einengen. Zum einen sollten Sie den Anwalt fragen, wie viele Fälle, die vergleichbar mit meinem Sachverhalt und mit meinem Rechtsproblem sind, haben Sie in den letzten 2 Jahren behandelt. Wenn es also hier um das Extrembeispiel der internationalen Auslieferung beispielsweise geht, dann fragen Sie, wie viele internationale Auslieferungsfälle haben Sie in den letzten 2 Jahren vertreten und was genau war das Ergebnis dieser Fälle? Das ist eine andere Art der Fragestellung, wo man nämlich wirklich konkrete Antworten erfordert, als einfach zu sagen, haben Sie Erfahrung im Bereich der internationalen Auslieferung? Die Antwort wird eigentlich dann immer ja sein. So mit der stärkeren Frage
könnten Sie wirklich konkrete Ergebnisse in Anspruch nehmen als Ihr Recht, um bei der Auswahl behilflich zu sein. Zweitens, wenn ich mit Ihrer Kanzlei zusammenarbeite, welcher Anwalt, ich habe gesehen, dass Sie verschiedene Anwälte haben, welcher Anwalt wird meinen Fall vertreten? Sind Sie es? Ist es ein Junior-Anwalt? Ist es eine Gruppe von Anwälten? Die Frage ist wichtig, dass man nicht praktisch mit dem besten Anwalt oder Repräsentanten der Kanzlei spricht und dann einen Vertrag mit der Kanzlei unterschreibt und dann mit diesem Anwalt gar nicht mehr zusammenarbeiten kann. Das wäre vielleicht nicht wünschenswert. Also seien Sie nicht simperlich sozusagen und fragen Sie, wer genau wird mich vertreten? Und schließlich, wenn ich als Ihr Mandant mit Ihnen arbeite, welche Art von Stundenlohn oder welche Art von Kompensation, also von Bezahlung, welche Struktur würden Sie da vorschlagen? Die Frage ist sehr, sehr wichtig, denn Zivilverfahren können in den USA sehr schnell sehr teuer werden. Und es ist wichtig, diese Fragen am Anfang in diesem Vorgespräch zu adressieren, damit man ein klares Verständnis hat, wie hoch in etwa die Kosten für dieses Verfahren sein werden. Und da hilft es durchaus zu erfragen, ob der Stundenlohn $800 pro Stunde ist oder ob $200 die Stunde sind im Ergebnis, um hier vielleicht an dieser Stelle Ihnen noch einen letzten Rat mit auf den Weg zu geben. Müssen Sie dieses subjektive Suchkriterium mit dem objektiven verbinden und so, dass für Sie die für Sie relevante Kanzlei und den Anwalt Ihres Vertrauens in den USA zu finden. Wenn Sie Fragen zu der Anwaltssuche in den USA haben oder wenn Sie vielleicht irgendwelche Empfehlungen benötigen, dann biete ich Ihnen gerne an, unsere Kanzlei und mich direkt zu kontaktieren. Dann kann ich Ihnen gerne, sicherlich ohne Gebühr, versuchen, ein bisschen aus den letzten 10, 15 Jahren der Anwaltspraxis hier ein paar weitere Empfehlungen zu geben und vielleicht sogar werde ich in der Lage sein, Ihnen direkt bei Ihrer Rechtssituation behilflich zu sein. Vielen Dank für Ihr Interesse.